Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal ein bisschen das Ergebnis an, wie das Futter abgenommen wurde, jetzt zur Reizfütterung, vorweggenommene Notfütterung, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, weil ich ja neugierig bin und den Bienenvolk aufgemacht. Und ich zeige es euch jetzt mal. Wir haben hier unseren Rezept mit selbstgemachten Futterteige, à la kanadische Landwirtschaftskammer. Und ihr seht, da ist nichts passiert. Ja, bisschen überraschend für mich ist bei allen Bienenvölkern so, ne, wir haben es ja relativ warm gehabt. Auch in der Spitze 14 Grad praktisch mittags in der Sommer. Und ich habe den direkt drüber gelegt und da ist eigentlich in keinem Bienenvolk was passiert. Also das Ergebnis ist jetzt nicht ganz so, wie ich mir das erwartet habe. Ich werde jetzt hier, weil ich kein Risiko eingehen will, habe ich hier schon die Futtertasche reingetan und werde da jetzt flüssig füttern, weil irgendwann wird es auch wieder kalt. Wir werden jetzt zusammen diesen Futterteig ein bisschen pimpen. Wie und was machen wir gleich zusammen. Ich lasse den Futterteig trotzdem mal drauf liegen und wir gucken uns das einfach dann später nochmal zusammen an, was da passiert in ein paar Tagen. Ja, kurzer Einschub, kurz zu Beginn. Es gibt ein ganz cooles Seminar von der Berufsgenossenschaft, LSV, SVLG, weiß ich nicht, wie das offiziell heißt. Und zwar geht es da ein bisschen um Arbeitssicherheit in der Imkerei. Das Ganze ist kostenlos, kann man sich unten anmelden. Mit Übernachtung, das die Berufsgenossenschaft bezahlt im 4-Sterne-Hotel und wohl auch die Fahrtkosten. Ich setze euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Also ich fand es ganz interessant und habe mich da mal angemeldet spontan. Und wie gesagt, wenn es einen interessiert, unten ist der Link zur Anmeldung. Jetzt habe ich hier noch zwei Futterteige rausgenommen aus so schwachen Völkern. Die legen wir jetzt einfach mal auf so einem starken Volk auf. Na, das müsste ja hier eins sein. Genau, das ist ja ein Volk, das, ja, sagen wir mal so, es ist akzeptabel. Ne? Da legen wir das jetzt einfach mal hier auf und machen den Kasten wieder zu. Da ist ja jetzt hier ganz geschickt bei mir mit dem Nekofütterer, ne, den muss ich ja nur umdrehen. Und jetzt habe ich halt das gerade dahin gelegt, wo der Steg ist. Und alles mit einer Hand. So, haben wir den direkt über dem Brutnest. So, und dann den Nekofütterer umgedreht, dann liegt da der Futterteig drauf, den Deckel wieder zu. Und jetzt gucken wir uns das mal an, ob das beim stärkeren Volk besser funktioniert. Da kommen wir dann einfach in ein paar Tagen, sprich im nächsten Video wieder her und schauen uns hier auch mal das Ergebnis an. Kann es ja nicht sein, dass das bei uns nicht funktioniert und dort soll das überall gut funktionieren. Müssen wir mal gucken. In den Kommentaren vom letzten Video, vielen Dank nochmal für alle Kommentare, war ja auch öfters oder zwei, dreimal bestimmt zu lesen, dass das mit dem Futterteig keine so guten Erfahrungen gemacht haben im Frühjahr, also mit selbst gemischtem Futterteig. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Wir gucken zum ersten Mal jetzt. Das sind jetzt so knapp 5 Tage und in den 5 Tagen hatten wir eigentlich immer schönes, warmes Wetter. Also so, ja, irgendwo zwischen 10 und 15 Grad, nachts so 8 Grad, also nicht zu kalt. Und man sieht es auch jetzt hier, die fliegen eigentlich alle, die Bienenvölker. Da kann man auf der Kamera schlecht erkennen, weil es ist natürlich kein Flug wie im Frühling oder im Sommer, aber sie fliegen eigentlich alle. Und jetzt gucken wir hier mal rein, da haben wir ja den Versuch gehabt mit dem starken Bienenvolk und dem selbstgemischten Bienenfutterteig. So. Also man sieht, er wird schon abgenommen, anscheinend, augenscheinlich. Vor allem da, wo kein Papier drüber ist.
Also ich hatte mir da jetzt ein bisschen mehr erwartet, dass das Papier abgeknabbert wird. Aber die Abnahme ist doch sehr gering noch. Es sind jetzt, wie gesagt, der fünfte Tag. Und klar fehlt ein bisschen an den Ecken. Aber Abnahme ist da, aber doch sehr, sehr. Was auch noch natürlich auffällt, ist, die Konsistenz ist noch gegeben. Dann machen wir das hier einfach mal wieder zu und gucken in ein paar Tagen weiter nochmal. Wenn wir jetzt hier diese geringe Abnahme haben, kann man mal überlegen, ob wir da noch ein bisschen Honig rein tun, ob sich da etwas anderes ergibt. So, bei dem Bienenvolk hier, das hat ja kein Futter bekommen, ist ein bisschen stärker, fliegt natürlich auch ganz schön. Und man sieht eigentlich erfreulich auf der Kamera wieder, schwierig wahrscheinlich, aber es kommen erfreulich viele Pollen. Und ich sehe überraschenderweise hier in der Mitte haben wir auch schon einen Drohnen. Bisschen eine komische Sache. Kann man immer den Verdacht kriegen, dass so ein Volk drohnenbrütig ist. Wären aber wahrscheinlich mehr Drohnen. Fragt mich nicht, wo der Drohne herkommt. Werden wir aber jetzt nicht nachgehen. Stellen wir mal zurück für eines der nächsten Videos, was hier so Thema sein könnte. So, hier nebendran haben wir wieder Futter gegeben. Und zwar haben wir gegeben Flüssigfutter und Teig. Bei dieser, ihr seht, das ist jetzt eine Einheit mit 1, 2, 3, 4, 5. Hier haben wir auch relativ geringe Abnahme bisher, aber auch relativ geringe Abnahme an der Futtertasche. Dann haben wir hier noch eine Variante, auch schwache, relativ schwach mit 3 Waben. Hier sehen wir, dass wir von der Futtertasche ungefähr ein Drittel verloren haben schon oder aufgenommen wurde. Dann schauen wir uns hier mal an. Da ist gar nichts passiert. Ein paar tote Bienen leider. Aber die haben gar kein Futter abgenommen. Ich meine, wenn die jetzt gar kein Futter abnehmen, dann kann das zwei Gründe haben. Alle anderen nehmen ja ab. Königin nicht da, ist immer eigentlich schlechte Fütterung. Passiert immer mit der Königin was, oder sie haben es einfach nicht kapiert, dass da Futter ist. Ja, da mache ich dann einfach nachher noch so eine Futterspur. Dann werden sie das Futter ja hoffentlich auch finden. Mache ich aber jetzt nicht, weil sonst habe ich die klebrigen Finger an der Kamera, weil ihr seht, ich bin jetzt gerade nicht in Arbeitskleidung unterwegs, habe demzufolge weder Stockmeißel noch sonst irgendwas dabei. Könnte man mit Mast machen, aber jetzt machen wir den Film und das mache ich nachher. Also hier haben wir ein relativ starkes Bienenvolk, oder stark oder normal, sagen wir mal so, nämlich mit 5 Waben. Man sieht, sie sind auch aktiver. Da haben wir das Futter oben in, oder habe ich das Futter oben in den Nikofütterer reingetan. Ja, und hier sieht man dann schon, da fehlen dann schon ein paar Ecken. Nicht arg zu viel, aber es wird auf jeden Fall sehr langsam, aber es wird abgenommen. Also vermutlich ist es kein Futterteig, der dazu dient, den Futterrat im Bienenvolk relativ schnell aufzubauen. Ja, das ist ja Flüssigfutter, ist ja so das Schnellste, wie man Futter reinbekommen kann. Und das ist dann jetzt eher ein Thema, wahrscheinlich langsame Futterabnahme, aber eben mit den Inhaltsstoffen von der Bierhefe, Sojamehl und Milchpulver. Ja, vielleicht ein ganz wertvoller Futterteig, wir werden das einfach mal weiter beobachten. So, dann muss ich aber jetzt weiter. Bin ein bisschen spät dran schon, aber die Neugier treibt einen dann doch zu den Bienen. Ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich selber. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal zum Termin zu spät gekommen seid, weil ihr noch kurz bei den Bienen wart. Kurz in Anführungszeichen. Ja, jetzt wieder ein paar Tage später. Es regnet mal wieder. Aber es hat immer noch so 10 Grad. Ich sage das mit den Temperaturen immer wieder, weil es ist ja für die Futterabnahme nicht unerheblich, wie warm es ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war da nicht ganz zufrieden mit der Futterabnahme. Man kann so querbeet sagen, ich meine, ich habe jetzt nicht alles gefilmt, aber es gibt schon starke Völker, die haben den Futterteig ganz passabel abgenommen. Aber der überwiegende Teil, vor allem alles, was ein bisschen schwächer war, ihr habt es ja gesehen, das war nicht so
das, was ich mir zumindest im Wesentlichen erhofft habe, was da passiert. Also grundlegend kann man sagen, glaube für starke Völker funktioniert die Mischung ja bei manchen ganz gut. Ne? Ich habe jetzt noch mal ausprobiert, wenn man die gleichzeitig flüssig füttert, dann funktioniert es deutlich besser. Also bei starken Völkern weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Prinzipiell füttern wir das Ganze, wie gesagt, ja, dass man da ein bisschen mehr Inhaltsstoffe reinbekommt. Das müssen wir aber mal extra anschauen. Ich habe jetzt Rückschluss, praktisch nochmal eine Version von dem Futterteig gemacht. Den habe ich hier unten. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das vonstatten gegangen ist. Das gleiche Grundrezept, bloß habe ich diesmal Honig dazu gegeben. Ich tue euch das Rezept wieder unten, auch das aktualisierte Rezept wieder unten in die Videobeschreibung rein. Habe ich da hinten jetzt stehen. Ich habe die alle, wie ihr gesehen habt, mit einem blauen Kreuz markiert und werde die jetzt versuchsweise daneben geben. Wir haben ja den, sage ich mal, das Version 1.0 ohne Honig und jetzt diesen Futterteig mit dem Anteil Honig gemischt. Das ist dann eine 2.0 oder 1.1 oder was weiß ich. Die legen wir jetzt mal nebeneinander auf die Bienenvölker. Und auch in der Variante einmal mit Papiertüte und einmal einfach so in den Fütterer gestreift. Auch wieder bei verschiedenen starken Bienenvölkern. Einmal stark, einmal schwach. Ne? So, der Futterteig ist verteilt. Jetzt müssen wir halt wieder abwarten, was die Ergebnisse sind. In Anbetracht der Zeit, der Videolänge, müssen wir das im nächsten Video einfach mal schauen. Ich will jetzt einfach wieder ein paar Tage warten, gucken, was passiert. Und wenn der Futterteig jetzt ganz gut abgenommen wird, oder zumindest besser abgenommen wird, dann würde ich gerne im nächsten Video nochmal drauf eingehen, warum machen wir denn das alles? Warum kaufen wir nicht einfach einen 0815 Futterteig und legen den auf, sondern warum beschäftige ich mich mit diesem Thema? Das wäre dann das Thema ein bisschen vom nächsten Video. Und das mittelfristige Ziel ist auch, wenn ich weiß, dass das halbwegs abgenommen wird, würde ich auch mal eine größere Gruppe mit diesem Futterteig füttern und praktisch logischerweise demzufolge nicht eine andere Gruppe halt nicht mit diesem Futterteig füttern. Und dann in der Frühjahrsentwicklung einfach mal schauen, können wir was feststellen? Ich weiß es nicht. Wir werden zusammen schlauer werden. Also bleibt einfach dran im Kanal. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.